So, weiter geht's. Leider gab es letztes Mal Probleme und zwar mit dem Ton. Einfach, mein Mikrofon ist einfach ausgegangen. Hatte keinen Bock mehr. Ich denke, das wird aber kein Problem sein, durch das, dass es einfach fast nur Stories waren und mir eh die Talisman angeguckt haben. Aber es gibt nichts Neues. Von daher machen wir einfach weiter. Sorry schon mal dafür. Seltsam, wo in einer Welt ist er? Er ging doch in diese Richtung, oder? Warum gibst du nicht einfach auf? Ganz recht, was es auch kostet. Ich werde nie zulassen, dass die Plakette den Japanern in die Hände fällt. Versuch's auch. Boss Fight. Round 1. Fight. Holy. Was ist mit dir denn falsch? Ist irgendwie. Au. Ja, ja, komm. Auf so rund. Wo bin ich? Ah, da. Brötchen. Ja, wie soll ich denn mal aus... Alter. Aber der... Oh yes, oh yes. Hallo? Alter. Ey, ich glaube, das ist der Lehrling von einem alten Mann. Glaube ich. Oh. Ah. Aber der hat immer viel... Aber ich auch nicht. Nein, nein. Leute, nein, 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 nein. Ey, da war das letzte Mal sogar fast vielleicht ein perfektes Timing. Als hätte ich es gewusst. Als hätte ich es gewusst. Aber wie gesagt, sorry, dass einfach mein Mikrofon ging wahrscheinlich irgendwie der Stecker oder sowas aus. Keine Ahnung, was da schon wieder los war. Teilweise schmeißt er auch einfach OBS mein. Mein. Au. Mann, ich muss mich konzentrieren. Mein Mikrofon raus. Das habe ich auch schon während dem Livestream schon mal gehabt. Falls ihr da drauf Bock habt, in der Videobeschreibung ist alles verlinkt. Oh Mann! Ey, es gibt's nicht. Warum macht denn der jetzt auf einmal so Brei aus mir? Das war die falsche Richtung, du Penner. Au, da batscht er mich wieder. Oh yes, oh yes. Komm, weiter feuern. Oh, ich kann nicht draufhauen. Hallo. Oh ja, jetzt geben wir. Ich brauch Happy. Ja! Jawohl, nach dem zweiten Mal. Gib mir die Plakette, sei kein Verräter. Die Taiwaner wurden von der ganzen Welt aufgegeben und vergessen. Ob du unter der Qing-Dynastie oder den Japanern, es kommt alles aufs selbe raus. Also warum sich überhaupt wehren? Genau deshalb müssen wir uns den Besatzern als ein Mann entgegenstellen. Gut, nimm sie. Du gewinnst. Ich will sehen, ob sich die Menschen wirklich als ein Mann vereinigen können. Weg da! Oh, irgendwas kommt. Der hat ihn einfach abgeknallt. Das war so ein... Das war ein guter Dude. Schlangengesicht.
Der war korrekt, auch wenn er gegen uns gekämpft hat. Aber der war korrekt. Warum musste der jetzt sterben? In der Zeitung steht, Liao war der Mörder. Aber ich war es, der geschossen hat. Und? Ja. Die Wahrheit tut nichts zur Sache. Wichtig ist nur das, was die Öffentlichkeit glauben soll. Ist das keine gute Idee, die Öffentlichkeit glauben zu machen, dass Liao die eigenen Landsleute tötet? Werden die Leute ihn nicht weniger respektieren? Sagen sie nicht, sie wollen, dass der Kolonieabschaum zu einem Banditen wie ihm aufschaut. Nein, das wäre gar nicht gut. Wenn sonst nichts ist, dürfen sie jetzt gehen. Irgendwo in der... Allerdings, jetzt wo er alle drei Plaketten erhalten hat, können wir mit dem nächsten Schritt fortfahren. Jawohl, Herr. Und es wird Zeit, den Schnittlauch zu ernten. Du darfst unsere Klienten nun informieren. Okay, okay, es gibt doch noch ein Kapitel 5. Der Bille der 28 Häuser. Jawohl, Alter, der Gockel, ey. Der wäre, glaube ich, bei mir schon längst tot. Wow, seit wann gibt es hier ein zweites Stockwerk? Meister Peng sagte, dass es hier allmählich zu eng wurde, also haben wir das Gebäude aufgestockt. Das ist Taiwan, Alter. Brrr, innerhalb von ein paar Tagen. Zweites Stockwerk mit Inneneinrichtungen, allem möglichen. Jingfeng, du hast ja noch mehr neue Rekruten. Yep. Die sehen groß und kräftig aus, willst du uns nicht vorstellen? Vielleicht später, die sind nicht von hier. Sind gerade erst angekommen, lassen wir sie ein wenig ausruhen. Okay, ich gehe dann Meister Peng suchen. Yo, Peng. Ich glaube, ich weiß schon, wo ich hin muss. Oh, ne. Hey, ich hörte, du hast wieder Großes geleistet. Ach, war doch gar nichts. Hier, nimm dieses Rezept für Kräutermedizin. Sie wird dir neue Kraft geben. Geh einfach zu Onkel He in Airaku-jo und er wird dir alles vorbereiten. Sobald du mit den Kräutern zurück bist, können wir mit dem Training für die Himmelsfeuerfaust beginnen. Okay, danke sehr. Hey, Liao, nimm das hier. Was? Wieso? Ich habe von deinen Taten in der Festung gehört. Gute Arbeit. Oh, nice, Alter. Das schmeckt. Boom. Ja, Meister erwartet dich am Mausoleum. Geh schnell zu ihm. Hallo, ich kann... Ich verstehe das nicht. Ich muss mir, glaube ich, echt einen anderen Bluetooth-Adapter oder sowas holen. Der hat irgendwie nicht so richtig Bock auf meinen Xbox-Controller, merke ich. Aber ich hätte jetzt gesagt, wir gehen zurück, holen uns das neue Schwert, weil wir haben 309 Yen. Und fahren dann zur Medizin, weil ich denke mal, das gibt uns auch mehr Ausdauer oder so. Und wir können dann die Faust lernen. Ich will die Faust lernen, unbedingt. Jo, gib her. Was hast du jetzt für ein Messer? Antike. Ich habe ein antikes Schwert, die schärfste Waffe, die ich je gesehen habe. Vom Boden des Yangtze-Flusses gefischt. 568 Yen? Ja, boah, das sieht da geil aus. Geh zur Kanalisation, geh nach Airaku-jo. Frage Onkel He. Airaku-jo. Ich will zu Airaku-jo. Bitte. Onkel He. Da ist er doch. Hey, Dude. Muss ich um einen Gefallen bitten. Onkel He, lass hören. Ich werde tun, was ich kann. Ich habe versehentlich ein großes Beutel frischer Medizin im Zug vergessen. Könntest du ihn für mich finden? Kein Problem, ich bin gleich wieder da. Hast du meine Medizin gefunden? Ich habe noch nicht alle gefunden. Lass mir etwas mehr Zeit. Ich gehört, du wärst in der Kanalisation. Was ist damit? Ich glaube, mir sind da ein paar Poststempel runtergefallen. Kannst du mir helfen, sie zu finden? Oh Mann, ich dachte, das wäre jetzt relativ easy, dem
Hier nimm das, das verstärkt deine Vitalität. Okay, das heißt, ist sie jetzt geht sogar eine Wangs Postzimmer. Okay. Das heißt, das ist fertig. Das heißt, wir können eigentlich zum alten Mann und gucken, ob wir die Feuerfaust lernen können, weil Feuerfaust lernen wäre mega geil. Achso, nee, nicht jetzt. Ihr habt kein Geld, buh. Das kostet alles zu viel. Ich muss sparen. So, eine Frühlingslolle kostet halt ganz schön viel. Sobald du die Medizin hast, zeige ich dir die Himmelsfahrt. Ich hab doch die Medizin! Er will mich verarschen! Nebenaufgabe, Geonf. Och. Alter Mann, dann halt eben nett. Jetzt wollte ich echt cool sein und wollte eigentlich, dass du mir das Ding zeigst. Ach nö, dann halt eben nett. Peng. Ding Peng. Wir haben alle drei Kommandoplaketten. Versuchen wir mal, sie einzusetzen. Oh oh. Was verbirgt sich dahinter? Bestimmt gar nichts. Und es leuchtet extrem. Okay, es ist endlich offen. Gehen wir. Warte einen Moment noch. Nun, im Inneren gibt es viele Fallen. Wir sollen das langsam angehen. Nur für den Fall. Gute Idee, Meister Peng. Furchtbar. Das ist furchtbar. Was ist jetzt? Was ist denn passiert, Jing Feng? Ich habe gerade erfahren, dass Shimada mit seinen Männern auf dem Weg zum Tempel ist. Alle sagen, sie wollen den Tempel auseinandernehmen. Was? Schnell zurück zum Tempel. Ein harter Kampf steht uns bevor. Gehen wir. Ich helfe euch. Warte. Nehmt zuerst die Plaketten wieder mit. Ich will da rein. Hallo. Das ist ein Betrug. Ich will da rein. Immer müssen wir die Leute retten. Ich will stärker werden. Wer bist denn du? Du bist wohl Liao. Und was willst du? Hab gehört, du hast das echt drauf. Das will ich sehen. Das will ich nichts Besseres tun. Ich bin beschäftigt. Nimm das. Ich darf keine Zeit vergeuden. Ich muss ihn schnell fertig machen. Er beherrscht die Schattenfaust auch. Wollte den Jungen mit einem einzigen ultimativen Schlag ausschalten, dem Schattenglow. Doch das schien ihm überhaupt nichts auszumachen. Er lächelte nur. Gerade als Liao den Jungen schlagen wollte, blitzte etwas Rotes auf. Und der Junge war verschwunden. Plötzlich bemerkte Liao eine aggressive Aura, die von hinten auf ihn zukam. Er drehte sich um und konnte nur knapp einem immensen Chi-Angriff ausweichen. Das ist die Flammenfaust. Oder die Himmelsflammenfaust. Das war haarscharf. Du bist wohl doch nicht so großartig wie alles sagen. Du solltest mich Senpai nennen. Oder Senpai. Wer bist du? Wer hat dich den Schattenfaust gelernt? Unwichtig. Ich stamme aus der gleichen Generation wie dein Meister. So ein Bockmist. Hey, keine Kraftausdrücke hier. Das ist für dich. Was ist das? Schatten verstecken. Die Technik, die ich dir gerade gezeigt habe. Oh, jai. Vor einem gegnerischen Angriff. Dein Meister bat mich, sie dir zu bringen. Trainiere weiter, junger Mann. Bis später.
Was für ein Senpai mit dem roten Klamotten? Du siehst eher aus wie eine rote Schildkröte. Okay, Schatten, verschwinde vor den Augen deiner Feinde, während du unsichtbar bist. Verschießen deine Attacken eine mächtige Chi-Kraft. Weil Chi-Kraft freigesetzt ist, lässt der Unsichtbarkeitseffekt nach. Ja, ich glaube, wir probieren mal das hier. So, jetzt aber weiter. Wir müssen das Dorf retten. Schnell! Keine Zeit, Bettler. Hä? Hey. Geh zum Tempel und kämpfe. Ich bin ja beim Tempel. Achso, oh, in den Tempel. Ich bin aber verwirrt. Na, dann speichere mal lieber erstmal. Ja. In den Tempel. Am Sui-Fluss. Oh, der schon wieder. Sie sind sicher, dass diese Information korrekt ist, dass die Mitglieder der 28 Häuser sich in Tempel verschanzen? Ja, ganz sicher. Die Info kam von der Elite-Polizeieinheit. Sie kann nicht falsch sein. Und wurde der Einsatz bewilligt? Mir hat niemand etwas gesagt. Bis wir mit dem ganzen Papierkram durch sind, sind die 28 Häuser schon entkommen. Matsumoto, sie sind viel zu unentschlossen. Das macht es mir schwer, ihre Empfehlung für die Spezial-Elite-Polizei zu rechtfertigen. Ah, da ist er. Versteck dich. Anui, was auch passiert, komm nicht raus. Sie sagen, dieser Ort ist umstellt. Sollten wir nicht abhauen? Was? Wir sind ihnen zahlenmäßig überlegen. Kein Grund, sich zu fürchten. Beruhigt euch. Was geht mit dem ab? Wir haben viele alte Freunde hier wie Onkel Su, Asi und Liao. Sie stehen uns bei. Wir sind eine starke Gemeinschaft gegen eine Handvoll japanischer Bullen. Wir haben nichts zu befürchten. Ja, ganz recht. Wir haben keine Angst. Wir Taiwaner sind nicht aus Papier gemacht. Aber sie haben Gewehre. Keine Angst. Nehmt diese Kugel, sicheren Talismane. Dann werden ihre Kugeln euch nichts anhaben. Und wir haben die gestohlenen Waffen. Benutzen wir die. Ja, wir haben auch Gewehre. Schnell, holt sie. Was? Die Kisten sind leer. Wo sind die Gewehre? Wirklich? Lass mich sehen. King Feng, was ist passiert? Wo sind die Waffen? Und haben uns verarscht. Jetzt gibt's aber richtig mal eine. Was ist das für ein Dreckslach? Ich bin der Hirschkrieger. Und Matsumoto, kümmern Sie sich darum. Anui, weg da. Wir sind auf offiziellem Geheiß hier. Fort mit euch, ihr blutsaugende Wölfe. Was in aller Welt? Hat er denn gerade... Gehen wir, haben genug Zeit mit ihnen vergeudet. Nimm eure Schafspelze und verschwinde. Arschloch. Sieht aus, als hätte sich nicht nur der Tempel, sondern das ganze Dorf mit diesen Banditen verbündet. Matsumoto! Jawohl! Löscht dieses Dorf aus. Erfüllen Sie diesen Auftrag zufriedenstellend, dann ist Ihre Beförderung zur Eliteneinheit garantiert. Jawohl! Alter, Captain Schnobber, Alter, was ist denn mit dir los? Nein, das werden wir verhindern. Ching Feng, warum sind diese beiden Waffenkisten leer? Na, Atai hat die Waffen nach Übersee verkauft. Was? Ching Feng, das reicht jetzt. Verzeiht, Meister, aber ihre Gesichter einfach zum Schießen. Und wie sie den Talisman aufgehängt haben. Ching Feng, das hier sind künftige Herrscher. Wo bleibt deine Manieren? Herrscher? Was für Herrscher? Herrscher der Toten natürlich. Euch erwarten ein ganzes Königreich 2 Meter unter der Erde. Hey, Ding Peng, pass auf, was du sagst. Spar dir das für die Verstorbenen auf, wenn... Nennst du verdammt nochmal tot. In Ordnung, Meister. Ich denke, wir sollten langsam anfangen. Hä? Was ist jetzt los? Plötzlich auf einem Pfiff von Ching Feng erhoben sich die neuen Rekruten gegen Liao, Onkel Su und Li A Si. Der Drecksack. Scheiße, sie haben uns reingelegt. Gute Arbeit, ihr beiden. Wir konnten mehr ernten als erwartet.
alles dank eures meisterhaften Plans, sich in den 28 Häusern zu verstecken, den Rest der Rebellen hierher zu bringen und sie dann gemeinsam zu stürzen. Ein wirklich cleverer Komplott. Verflucht, wir haben euch beide wirklich falsch eingesetzt. Ich tue das nur, um den Krieg zu beenden, damit all ein besseres Leben haben. Ist es nicht schön, dass Japan und Taiwan sich nun wahrhaft zu einem Land vereinen können? Alter. Dann Beschwerde bei Liao. Wäre er nicht so ein scheinender kleiner Empörkömmling gewesen, hätten wir nie so viele Leute hierher bekommen. Lucht. Gut genug geplaudert, richtet sie alle hin. Shimada, wenn es nicht weiter gibt, ziehen wir uns zurück. Boah, ich batsche dir so die Seele aus dem Leib, Kumpel. Nicht so hastig, Meister. Eine Sache habt ihr vergessen. Es ist alles erlegt. Wir sollten gehen, Qingfeng. Qingfeng, du verdammter Kleiner. Die Kommandoplatten in eurem Ärmel. Ihr habt vergessen, sie abzugeben, Meister Peng. Zu Krieg in die Höhle hatte Meister Peng so getan, als hätte er die Plakette für Liao runtergenommen. Doch in Wahrheit nahm er sie für sich selbst. Verzeiht, Meister Peng. Ich denke, wir sollten ehrlich mit unserem Auftraggeber sein. Ding Feng, ihr habt einen Krieg um die Kommandoplaketten angezählt zwischen Liao und unserer Vereinigung der Schwarzen Drachen. Und dann konntet ihr frei wählen, was für ein cleverer Schachzug. Herr Shimada, ich habe mich für Sie um die 28 Häuser gekümmert. Ob Sie die drei Plaketten auch bekommen, hängt ganz von Ihrem Können ab. Ich fürchte, ich wurde von meinem närrischen Schüler zum Narren gehalten. Meister, ich will ehrlich mit euch sein. Ich glaube nicht an die Legenden vom Schwert der sieben Fesseln, von der ihr immer redet. Und ich werde nicht mein Leben mit euch in dieser Gruft riskieren. Daher muss ich euch an Herrn Shimada ausliefern. Wie ich bereits sagte, du bist ein Narr. Du hast den ganzen Schatz aufgegeben für ein paar kümmerliche Silbermünzen. Ich bin ein Narr. Seht, wer jetzt närrisch ist. Gut, Qingfeng, hier ist mein letzter Auftrag an dich. Stets zu Diensten, dies und das. Das ist typisch für sie. Wir zerschmettern die Illusion der Taiwaner von Liao. Und wir zwingen sie, ihre Position als Bürger zweiter Klasse zu akzeptieren. Ich fange gleich damit an, aber naja, wegen dieser Sache, bei der ich um ihre Hilfe gebeten hatte. Keine Sorge, wenn wir hier fertig sind, wirst du neben deiner Belohnung für die Lösung des Falls außerdem einen Platz in der echten Polizei erhalten. Ich danke ihm so sehr, ich lege jetzt sofort los. Alter, diese kleinen Ratten, ey. Typisch Taiwaner, Angst vor dem Tod und nur von Geld und Macht getrieben. Jawohl, macht sie fertig! Lauch! Du wirst hier und heute sterben. Oh, zu! Nein! Oh, zu! Wo ist mein Meister? Tötet ihn. Halt! Hauptmann Schnurrbart! Matsumoto, was tun Sie da? Haben Sie Ihre Aufgaben im Dorf beendet? Ich habe die Dörfer gehen lassen. Schnurrbart! Jawohl! Der rettet uns vielleicht noch einen Arsch. Was? Sie wagen es, meinen Befehl zu missachten? Sie werden es nie in die Ränge der Spezialeliteeinheit. Oh Gott, zu schnell gedrückt. Nun, wenn ich meine Menschlichkeit aufgeben muss, um dort einzudrehen, dann lasse ich es wohl lieber sein. Sie halten immer noch an ihre lächerlichen Idealien fest. Sie sind eine Schande für die Polizei. Shimada Yunoshin. Als sie mir befahlen, das Dorf auszulöschen, wurde es mir klar. Sie sind Meite Shimada, der Kommandant, der vor 10 Jahren das Yunlin-Massaker anordnete. Sie sind ein und dasselbe, nicht wahr? Und wenn schon, um den Widerstand zu zerquetschen und Kontrolle über die ganze Insel zu erlangen, ist es nun ja notwendig, gewisse niedere Opfer zu bringen. Unterdrückung schürt nun
Nur der Widerstand der Menschen. Wir sind hier, um zu verwalten, nicht zu unterwerfen. Verwalten? Ich sage Ihnen mal, wie man diesen Ort am besten verwaltet. Die Insel behalten und die Menschen entfernen. Das ist der beste Weg, diesen Ort zu verwalten. Was? Die Insel besitzt eine Fülle an Ressourcen, Bodenschätzen, Wäldern und Erntegut. Tatsächlich sind das einzige Wertlose an Taiwan diese Überbleibsel aus der Qing-Dynastie. Ich habe nicht die Zeit, mich hier zu unterhalten. Herr Tersoldan, tötet Matsumoto und die übrigen Überlebenden. Jawohl! Wir haben genug Zeit in diesem verdammten Tempel verschwendet. Beeilen wir uns, sonst verpassen wir das Schwert der sieben Fesseln in seiner stärksten Form. Na, Hauptmann Schnurrbart, brauchst du Hilfe? Du kannst dir ja kaum selbst helfen, Dieb. Ding Peng, das ist dein Verdienst, so einfach kommst du nicht davon. Dann fang mich doch, Beschwerung, erhöre meinen Befehl, fahre nieder vom Himmelreich auf meine erhabene Anrufung. Leute, das soll's aber gewesen sein für diese Folge. Nächstes Mal Boss Fight gegen Ding Peng. Wir machen ihn kaputt. War jetzt mega, mega weird, aber geil. Deswegen schaltet gerne nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Peng kaputt zu kloppen. Und was geht mit der Polizei ab? Oder jetzt wissen wir ja, was nicht ist. Und wir müssen auf jeden Fall gucken, dass er das Schwert nicht in die Finger bekommen. Links sind in der Videobeschreibung für meine anderen Kanäle, Instagram, Twitch. Schaut auch gern dort vorbei. Und